Ich bin sehr froh, Elfi Mikesh begrüßen zu können, die eine ganz besondere und wichtige Dokumentation auf die Berlinale gebracht hat. Mondo Lux, die Bilderwelten des Werner Schröter. Ich habe sie gerade auch das erste Mal gesehen und bin immer noch sehr, sehr, sehr ergriffen von den Bildern, die eben präsentiert werden von Werner Schröter. Ich muss sagen, ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal ihn als Person das erste Mal kennengelernt, und zwar auf dem Teddy, als er den Special Award gewonnen hat, und hatte vorher noch nichts von ihm gehört. Lustigerweise bin ich in Bielefeld aufgewachsen und ich weiß, dass er auch was mit Bielefeld zu tun hat, und das fand ich ganz spannend, dass da so ein Link irgendwie gibt. Wir haben gerade schon ganz kurz darüber angefangen zu sprechen, dass es ja auf jeden Fall, also dass ich zum Beispiel, der den Film gerade gesehen hat, einer ganz, ganz anderen Generation angehört und ich emotional sehr, sehr viel anfangen konnte mit seinen Aussagen, mit diesen Bildern eben, aber inhaltlich hatte ich meine Probleme oder konnte den Zugang vielleicht nicht finden oder hatte auch keine Lust, da so rational drüber nachzudenken. Was sind das denn für Bilderwelten oder Bilder, die er geschaffen hat? Was sind das für Bilderwelten? Es ist doch so, wie schauen wir? Wie jeder Mensch hat eine Wahrnehmung und betrachtet die Welt. Und Werner Schröter hat seine sehr persönliche Interpretation auch auf die Welt. Und wenn wir denken an den letzten Film, der möglicherweise ein sehr grausamer Film ist, weil er die grausame Seite der Welt zeigt, wo Menschen keinen Ausweg mehr haben und wo eine Grenze überschritten ist, die wir hoffentlich nicht erleben sollen. Ja. Aber sie zeigt sich natürlich in dieser Welt ganz deutlich, besonders jetzt, heute. Und es ist ein Aufbruch, also ob das jetzt in Ägypten ist oder in Nordafrika. Wir sind immer konfrontiert mit diesen Grenzüberschreitungen, wo Menschen flüchten müssen, wo sie unterdrückt werden, wo sie Grausamkeit erleben. Und der Film von Werner Schröter, diese Nacht, der weist auf diese Machtgefüge hin, wenn sie kippen. Also wenn niemand mehr wenn niemand mehr der Nächste ist und wo so ein Chaos entsteht, was sehr schmerzhaft ist. Und darin sind die Bilder zu suchen, weil wenn du sagst, ja, wie kann ich diese Bilder lesen, heißt das, wenn ich diese Filme von Werner Schröter ansehe, ob das jetzt die frühen sind oder jetzt auch die letzten oder die Dokumentarfilme, dann sind sie tatsächlich zu entschlüsseln. Das sind keine in dem Sinn Geheimnisse, sondern es sind ungewohnte Bilder, die neu zu entdecken sind, weil sie uns zeigen, elementaren Ausdruck von Menschen. Sie zeigen Liebe, Leidenschaft, Schmerz und Tod und Humor. Das ist auf keinen Fall zu vergessen und gerade in den frühen Filmen ist das sehr, sehr ausgeprägt, wo er sich lustig macht über Konventionen und Gewohnheiten oder ja. Das sind die Bilder von Werner Schröter. Was ist denn dabei seine Besonderheit oder sein Talent oder seine Fähigkeit, die ihn so auf eine gewisse Art und Weise, überhaupt nicht im negativen Sinne, aber abhebt von der Mehrheit anderer Menschen? Oder also was hat er muss ja eine Wahrnehmung haben, die was ganz Besonderes filtert, die ganz, 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 ganz viele Menschen einfach nicht haben. Na, es ist schon auch seine Suche. Er befasst sich ja sein ganzes Leben mit Bildern und mit Klängen, mit Stimmen. Und das sind ja das ist der sinnliche Ausdruck unserer Welt. Und er fügt sie dann zu seinen eigenen Welten zusammen, also zu eigenen Geschichten, oder er findet Geschichten oder geht dorthin, wo er Bilder findet. Er sucht Bilder und er ist begleitet von der Musik oder von der Sprache. Und ob das im Theater ist, in der Oper oder im Film, es sind diese Bilder, er fotografiert auch. Er hat ja Hunderte, ja Tausende von Bildern, Fotografien, die erst im letzten Jahr im Grunde an die Öffentlichkeit kamen. Und darin ist etwas sehr Schönes zu sehen, nämlich der direkte Blick auf sein Gegenüber. Und das ist sehr leicht zu entschlüsseln, wenn wir diese Bilder betrachten. Und davon kann abgeleitet werden auch sein fotografischer Blick innerhalb des Films. Und wir wissen ja, dass er zu Anfang seiner Filme
die Kamera selbst gemacht hat. Also er ist ein ganz ungewöhnlicher, wunderbarer Kameramann auch als Regisseur. Und er hat dann praktisch diese Arbeit weitergegeben an Thomas Mauch oder Tommy Plenert am letzten Film oder eben auch mir. Und darin sind Bilder, die wir immer wieder, wo wir unsere Welt anders sehen können. Das ist doch ein Angebot, ja? Wenn wir immer das Gleiche sehen oder diese abgeschliffenen Oberflächen, die uns nichts mehr bedeuten, außer Glätte. Ja? Was heißt denn dieses Anderssehen? Ich habe mich jetzt vorhin auch gefragt, weil wir ja vom Teddy Award sind und da geht's, das hat angefangen als schwul-lesbischer Filmpreis, mittlerweile nennen wir das Queer, um irgendwie noch viel offener zu sein für Kategorien, für Identitäten, für Menschen an sich und ich meine, Werner Schröter an sich hat ja in keiner Kategorie gelebt oder in keiner, der war ja auch nicht schwul, also ich weiß nicht, ob man den schwul, absolut schwul nennen kann oder bisexuell oder, also ich finde, wenn man sich, und da, ich finde, er ist als Person, er ist einfach die, er verkörpert einfach, dass es nicht möglich ist, Menschen in Kategorien zu packen. Mhm. Und das lebt er, oder nicht? Er lebt das und er hat etwas, das halt der Eros, von dem er auch spricht, ja, der Eros der Landschaft, der Eros der Menschen, der Körper. Und das ist ja sehr ausgeprägt. Und auch die Geschichten, die erzählen etwas sehr wohl von Begegnungen zwischen Männern und Männern, die Liebesgeschichten oder seine eigenen Liebesgeschichten, ja, mit Marcello oder Antonio oder wer da in seinem Leben sehr wichtig war. Das ist ja auch nicht jetzt mit dem Hammer so festzumachen, jetzt ist das da oder da, eben nicht, sondern es ist eine Freiheit und eine Offenheit für alle Erscheinungen in der Welt. Und das ist für mich, Werner macht das aus und er ist ein Repräsentant der persönlichen Freiheit. Und die hat er nie verleugnet. Er hat immer das getan, wovon er überzeugt war. Musste er denn für diese Freiheit vielleicht am Anfang seines Lebens ein bisschen kämpfen? Nicht nur ein bisschen, er hat am Anfang sehr kämpfen müssen, weil es so ungewöhnlich war und so eigen und es eben nicht einzuordnen war. Und zum Glück war in der damaligen Zeit aber die Möglichkeit, dass eine gewisse Ratlosigkeit war und dieser Aufbruch auch aus dem Underground oder eben aus der Inspiration, die aus dem Underground kam, dass da eine Anschlussstelle auch gefunden wurde, zum Beispiel vom ZDF, dass die sagten, ach, das ist ja neu und was, da müssen wir unbedingt hinschauen. Die brauchten ja diese neuen Energien und diesen frischen Blick auf Geschichte. Weil wann war denn das? Der Krieg war noch nicht lange zu Ende und diese Nachkriegszeit war ja unglaublich hermetisch und repressiv auch noch, ja, mit diesem ganzen Erbe. Und Werner Schröter hat dann eben diese Filme gemacht, wo er sagt, ich muss Filme machen, von denen ich überzeugt bin. Ich kann nicht mich anschließen an etwas, was überholt ist oder auch gefährlich. Und dem hat er sich vollkommen hingegeben. Und das ist auch ein Wesenszug von ihm. Leidenschaft und Hingabe. In jedem Moment, immer, egal was er gemacht hat, ob er Oper gemacht hat oder eben Filme oder Kamera oder Fotografie. Es war immer diese unbedingte Leidenschaft, den Ausdruck zu finden, der ihn überzeugt hat. Wie hat er denn den Zugang dazu gefunden, zu seinen eigenen Bildern? Hat er das wirklich alles alleine gemacht oder gab es in seinem Leben auch Mentorinnen oder Mentoren, die ihm da so Hilfe geleistet haben, da so wirklich darauf zu vertrauen, auf seine innere kreative Quelle? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass da gab es Strömungen. Auch, und eine gewisse Offenheit, zum Beispiel im ZDF, dass die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt diese Talente und wir riskieren da mal was. Nicht? Und da waren aber auch Schwierigkeiten, weil oft waren die überfordert mit den Bedingungen oder auch mit den Ideen. Und dann fanden sie statt, dann waren sie entsetzt und haben gedacht, oh Gott, was haben wir uns da jetzt rangeholt? Und es war immer ein Kampf und ein Widerstand und der musste natürlich, oder die ganze Geschichte mit der Homosexualität, nicht? Das war ja ein Tabu. Das war ja auch strafrechtlich verfolgt und die Ausdrucksweise war unbekannt. Es gab keine Filme, die davon erzählten. Und das begann erst in dieser Zeit. Und dazu gehörte eben auch Werner Schröter oder Rosa von Braunheim, natürlich. Ne? Kannst du dich noch erinnern, als ihr euch kennengelernt habt, das erste Mal, wie das war? Die erste Begegnung? Die allererste Begegnung? Die erste Begegnung ist merkwürdigerweise, ich habe ein Bild von einer Begegnung, wo ich als erstes Magdalena Montezuma gesehen habe.
Und das ist ja diese wunderbare, dramatische Schauspielerin und ja, auch Muse von Werner Schröter und Freundin, ganz enge Gemeinschaften. Und sie habe ich im Sinn, wenn ich an Werner denke, so als wäre sie eine, auch eine Verkörperin, Verkörperin von Werner. Und das ist genau richtig. Und dann natürlich Werner, weil ich habe ja auch fotografiert und in diesem Zusammenhang habe ich natürlich die Erinnerung an Werner. Und dann auch die Fragen von ihm, ja, kannst du dir vorstellen, dass du die Kamera machst? Das war dann aber schon Jahre später, die erste Kamera von Malina, nicht, wo ich Kamera gemacht habe. Na, Rosenkönig, was rede ich? Es war der Rosenkönig. Und wenn du nochmal an die allererste Begegnung zurückdenkst, wie war das? Hast du da schon irgendwas Besonderes gespürt, so eine Verbindung oder so Energien? Oder war das erstmal eigentlich ein bisschen unbedeutend oder nicht so? Nein, man kann das, also ich kann diese Sachen nicht auf diese Weise erklären. Mhm. Und es ist eine sehr schöne Geschichte in unserer Geschichte. Und das sind die sogenannten Energien. Und zwar waren das nicht so was Diffuses, sondern es war immer eine Präsenz der Anwesenheit von ihm sowieso. Ja, und das gestern habe ich im alten, im letztjährigen Heft von Danny gelesen über Werner, was er zu mir gesagt hat. Und da hat er gesagt, dass unsere Verwandtschaft der Blick ist, und zwar der offene Blick. Dass wir gemeinsam etwas sehen und da muss nichts erklärt werden, sondern da ergibt sich etwas aus Intuition und Gleichwellenlänge. Und einem Verständnis für die Geschichte, die umgesetzt werden soll. Und eine sehr große Korrespondenz. Und dann, obwohl wir total verschieden sind, das ist ja gerade auch das Interessante. Und dass die Reibungen dann durch diese kreative Umsetzung sich in einen Film verwandeln. Oder muss nicht auch immer ein Film sein. Es sind auch Begegnungen privater Natur, die einfach sehr schön sind. Und die Intensität, der hat ja eine permanente Intensität ausgeströmt. Dem war auch nicht zu entkommen. Werner war impulsiv, er war direkt und in dieser Hinsicht also absolut ehrlich. Da war nichts dazwischen. Und das hat sich dann auch übertragen auf seine Arbeit. Als letzte Frage würde mich noch interessieren, wie jetzt die Dokumentation nach seinem Tod beim Publikum ankommt und bei vielleicht auch Freunden oder Menschen, die ihm sehr nahe standen. Wie war jetzt die Frage? Wie die Dokumentation ankommt, wie die Reaktion des Publikums ist oder der Menschen, die sie sehen. Was ich beobachte bei den drei Vorstellungen, die wir bis jetzt hatten, dass eine große Konzentration im Saal ist. Also ich spüre das ja, diese bestimmte Vibration, ja. Und die Aufmerksamkeit und das Interesse für etwas, was vielleicht auch zum ersten Mal gesehen wird. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Das ist ja auch eine Bestätigung, dass etwas in dem Film sich mitteilt, was so noch nicht gesehen oder im Zusammenhang gebracht wurde. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die jetzt mit Werner Schröter ihn nicht so gekannt haben oder als Mensch persönlich oder auch die Filme nicht so richtig noch wahrnehmen konnten und plötzlich einen Zugang haben durch diesen Film, der etwas vermittelt, sehr deutlich spricht ja Werner Schröter und diese Sprache ist unverwechselbar und so deutlich, dass ich denke, dass es für viele Menschen Hinweise gibt zum eigenen Leben. Weil er spricht ja aus einer Situation, die sehr schwierig ist, geprägt von Krankheit, aber gleichzeitig von einer ungeheuren Lebenskraft. Er lässt sich nicht unterkriegen, er ist nie sentimental und das berührt die Menschen, weil wir alle im selben Boot sitzen, sagen wir mal so. Und die Jugend verlieren oder auch den Mut. Und Werner hat bis zuletzt diesen Mut gehabt, ans Leben zu glauben, obwohl er ganz viel über den Tod spricht oder eben auch in seinem Werk. Er kennt ja die Traurigkeit der Welt, den Schmerz der Welt, das kennt er ganz bis ins Detail. Und das ist seine Kommunikation auch in den Filmen. Das teilt er uns mit aus dieser Lebenserfahrung, die vor nichts Halt macht und die
uns dann etwas gibt, wo wir sagen, ja, schauen wir doch mal. Ja. Vielen, vielen Dank für das sehr nette und eindrucksvolle Gespräch und für den Film vor allem. Ja, ich danke. Ich habe auch das sehr schön jetzt gefunden, einen sehr, sehr jungen Menschen, mit einem sehr jungen Menschen zu sprechen, weil das ist immer die Brücke in die Zukunft. Ja? Ja. Und ich wünsche alles Gute. Danke gleichfalls.